So, willkommen zurück zu Yakuza Zero, dem Spiel, wo wir eigentlich nur was zu essen kaufen wollen, um es mitzunehmen, um es dann der Frau in Weiß zu geben, die eigentlich friert. Ich will mich nicht mit diesen scheiß Typen da prügeln, aber ich will nur was zu essen kaufen. Aber eigentlich auch kein Sushi, weil Sushi ist kalt. Aber vor allem, dass die Sushi-Bude hier nicht so aussieht, können wir hier was mitnehmen. Nein, ich will mich nicht hinsetzen, ich will doch noch was zu essen mitnehmen. Ich kann eh nichts essen. Langsam habe ich echt alle Essensbuden hier durch, ne? Was ist das hier? Das ist eine Bar. Ich glaube, ich muss zu so einem komischen Geschäft hier, oder? Was da ist mitzunehmen. Ich war mal zum Supermarkt. Aber im Supermarkt kriegt er nichts Warmes zu essen. Das bringt mir doch nichts. Oh, wenn die sich jetzt wirklich mit mir prügeln. Ja, warte. Ich kann nicht alles kaufen. Das hätte ich jetzt auch Bock. Ihr nervt. Reicht das nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht mal die Pizzabude gesehen. Ich versuche jetzt hier bei ihm hier irgendwas. Ich versuche jetzt bei ihm Taiwaku Dingsbums zu. I can't carry anymore. Ernsthaft jetzt? Oh. Was habe ich denn hier dabei? Was ist denn das Blaue hier? Schade für das Maximum Level. Das ist, glaube ich, das bessere. Taurina Plus Plus. Medical. Ich trinke das jetzt einfach. Da. 16 Stück. Lass doch mal Takioki ist. Ist das eine Pizza? Oh. Ist aber nicht die Lady in Weiß, oder? Das ist einfach. Ach, das ist noch eine Lady in Weiß. Wie viel gibt's denn davon? Achso, das ist noch einer von denen, die ich rekrutieren kann. Hey, willst du nicht einen Kabarettclub? Ja, ja, gib mir ein Geschenk, da weiß ich, ja. Eine Handtasche wäre nicht schlecht oder eine. Ja, bitte. Hm. Ich gehe sie wieder eine Handtasche an. Na, vielleicht auf dem Weg zurück. Wenn ich mich jetzt hier halbwegs halb durchkomme. Das ist immer noch die Polizeiabsperrung. Wenn wir das mit dem Geld werfen, das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Sind die gerade übereinander gefallen? Können wir mal auf zu verfolgen? Darf ich eigentlich. Ich bin fett abgebogen, ne? Ich bin. Ach, hier, ne, ich bin nicht weiter abgebogen. Ich hätte noch rechts. Ich dachte, ich bin eine Gasse weiter. Ach, wie viel von diesem Bikern gibt's denn hier? Oh. Hier schnell durchzukommen, ohne andauernd von welchen Leuten aufgehalten zu werden, die irgendwelchen Gründen der Meinung sind, dass sie sich mit dir prügeln wollen, ist echt Schmerz. So, Lady in Weiß. Was ist die Gasse hier? Hier. Komm ich nicht durch? Hä? Hier komme ich durch. Hallo, Fabs. Mein Akani reiten hilft. Was für ein Akani? So, hier, es ist so kalt. Ah. Wissen wir noch, weiß ich, was ist. Geht das zum Hot Oden to warm her up? Scheiße. So, weil ich gerade gekauft habe, ist auch falsch. Ich weiß nicht mehr, ist Oden ein Eigenname oder ist es einfach nur was zu essen sein? So, toll. Wir haben den ganzen Weg gelaufen, um nicht zu erreichen. Ich weiß nicht mehr, was er will. Ja, da kann ich ja nicht essen bei der traditionellen Küche. Mir ist halt nicht so ganz klar, was ich tun muss, um sie irgendwie. Discount Store with many items. Ich lauf doch mal hin, aber. Ich könnte irgendwas Warmes kaufen, ey. Ich dachte, da würde ich so wieder Stand aus, an den ich gerade was geholt habe. Das sah irgendwie warm aus, oder nicht? Bin ich jetzt zu doof, diese Quest hier zu verstehen mit der Frau in Weiß?
Es war doch irgendwie. Der Straßenlicht war ein kleiner Stand. Nee, aber das ist natürlich kein Abteil. Sie guckt die ganze Zeit nur auf die Karte. Das könnte sein, dass da einer war. Er schon wieder? Hier hinten treten schon wieder welche Leute zusammen. Wir müssen jetzt mal kurz die arme Seele hier retten. Ich hab aber hier ist halt nichts. Außer eine Karaoke-Bar halt. Also in dem Sinne, ein kleiner Stand ist jetzt hier eigentlich nicht. Jetzt müssen wir nicht zum Essen kaufen. Das ist ja nur so eine Hintergasse hier, ne? Das wüsste ich nicht, wo ich hier... Also hier ist auch nichts, wo man so direkt das Essen kaufen kann. Meine beste Idee wäre es jetzt tatsächlich zum Supermarkt zu laufen, weil guck mal, hier ist ja beiden Leuten nichts. Irgendwelche Leute, die nicht laufen können. Und dieses Haus hier, was irgendwie halt komplett fehl am Platz wirkt. Zumindest im Vergleich zum Rest. Hier über die ganzen Stände hier kannst du nichts machen. Ich kann maximal hier reingehen, aber da werde ich wahrscheinlich auch nicht mal einen heißen Odem kriegen, was auch immer das sein soll. Ein Don Quixote. Hier gibt es hier noch irgendwelchen anderen Scheiß. Ich könnte hier immer irgendwelche Getränke kaufen. Und Bier und anscheinend einen. Kann ich nicht alles kaufen können. Sneakers. Ha. Weiß nicht, also irgendwie. Ich bin das irgendwie auch einfach vorgestellt. Mercury. Okay. Ach, das ist der Telefontyp. Ich dachte, hier ist schon mehr noch eine Quest. Ach hier, Odensuppe. Echt, das war's jetzt? Dass ich auch unbedingt einen spezifischen Gegenstand brauche, also wirklich. Ich frage mich jetzt zwar gerade, wie die Suppe, die ich wie auf Tasche habe, die ich aus dem Supermarkt gerade hole, irgendwie warm sein soll, aber. Hinterfragen wir das mal nicht allzu doll. Wir rennen einfach weiter. Ich muss noch eine wertvolle Handtasche kaufen. In einer der Boutiquen hier. Bang. Hier. So, guten Tag. Ich habe Suppe. Es ist so kalt. Ich habe etwas Suppe bei mir. Hier, ihr die Suppe geben. Was man die Suppe bringen soll. Hey, willst du das hier essen? Du hast Odensuppe angeboten. Ausrufezeichen. Mir ist nicht kalt. Was? Was? Das hat ja aufgewärmt. Das ist gut. Mir ist nicht mehr kalt. Das ist ja schön. Punkt, Punkt. Was ist das? Ein Video? Punkt, Punkt. Was auch immer. Ich denke mal, das ist ein Dankeschön. Tja, dann tschüss. Ich hab The Videotape. Na gut, dann erkenne dich nicht. Tschüss. Sie winkt. Wait. Ein Video ohne Beschreibung? Von einer Frau in Weiß? Könnte das sein, wovon Gandara geredet hat? Hey Frau, wegen diesem Video. Was? Bom, bom, bom. Wo ist sie hin? Ha, hat sie wahrscheinlich irgendwo hingegangen, wo sie warm ist. Ich sollte das diesem Gandara-Typen mal zeigen. Da bin ich mal gespannt, was das im Video ist. Sollen wir das mit angucken?
Vielleicht ist es was komplett Triviales. Bling! Oh. Hey! Hast du das Video? Hast du das Video mal gefunden? Ja, habe ich. Ich verstehe. Was willst du? Was? Was? Du hast es wirklich gefunden? Du hast es von einer Frau in Weiß bekommen? Ja, ich habe es von einem Mädchen in einem weißen Kleid. Und ich dachte, das ist diejenige, über die du mir erzählt hast. Du hast The Videotape rübergehantiert. Das ist es. Das Video, von dem sie gesagt hat, das so spannend ist, dass die extremsten Reaktionen von seinen Zuschauern erklärt. Eine Flut der Tränen, Schweiß und anderen Flüssigkeiten. Vielen Dank. Ich werde für immer an deiner Schuld sein. Ich werde dieses Videotape für immer aufbewahren. Du hast mich gefragt, es mitzubringen, wenn du so befindest. Und ich habe mein Wort gehalten. Ja, ich möchte das gleich gucken. Lass es uns zusammen gucken. Was brauchst du mich davon? Guckst du dir alleine an. Oh, das nach all der harten Arbeit verdienst du es auch zu sehen. Ich möchte meine Freude mit dir teilen. Na gut, ich werde es mir zuletzt zusammen angucken, wenn es nicht allzu lange dauert. Fang an. Hier kommt der mindblowing sexy stuff. Hm? Ha. Da passiert nichts. Das Fernseher ist zwar drin, aber vielleicht ist das Video kaputt. Das kann nicht sein. Ich gucke jeden Morgen, ob der Videorekorder in Ordnung ist. Das ist alles. Psst. Kein Bild, aber der Ton scheint zu funktionieren. Leicht creepy. Der kann schon blöd gucken, Jan, wa? Diese Stimme muss zu den wirklich hübschen Mädchen gehören. Zeig mir dein Gesicht, Baby. Das war's. Das Video ist zu Ende. Was? Das kann nicht sein. Das kann nicht so enden. Tja, ich denke mal, die Gerüchte über das Video waren einfach nur das. Gerüchte. Ich habe mich so darauf gefreut. Jetzt habe ich all meine Hoffnung verloren, mein Libido wiederzufinden. Vielleicht bist du nicht so desensibel, wie du denkst. Du hast dich so darüber gefreut, das Video zu gucken. Dein Gedanke daran hat deine. Was hat deine Hosen? Oh. Weißt du, du hast recht. Bloß die Erwartung für das Video hab ich total heiß gemacht. Ich könnte geheilt sein. Ich brenne im Inneren jetzt. Entschuldige mich, ich muss mir ein paar andere Videos angucken, um mich zu beruhigen. Was stimmt nicht mit diesem Tier? Klick. Huah! Oh, hier ist nicht mehr kalt. Ein bisschen creepy. Warte, was? Wird er jetzt von der Frau in Weiß heimgesucht? Oh. Was ist das, dass ihr wohl gehört, dass du jetzt der neue Mensch vom Club Sunshine bist? Ja, das mache ich. Also hast du daran gedacht, dass du vielleicht ein bisschen, ich könnte dir dabei helfen, dass dich beliebter zu machen. Was sagst du? Das würdest du tun? Das würde großartig sein. Wir können uns gegenseitig helfen, nicht wahr? Außerdem, viele Clubs und so in Bori haben einen ziemlich schlechten Ruf. Und du könntest das wechseln. Vielen Dank. Das bringt also die Quest. Yay, Partner bis Gandara. 42 Fans gekriegt. So, yay. Also das hat die Quest gebracht. Auch wenn wir jetzt so eine creepy Frau in Weiß hinter uns haben, der irgendwie kalt oder halt auch nicht mehr kalt ist. Na gut, dann bleibt eigentlich gerade nichts anderes über als mit die zu quatschen. Dann quatschen wir halt mit sie. Was soll schon schief gehen? Außer, dass ein Lied gleich wieder zusammenstaucht. Oder wir geattentätet werden. おお、マジマ。よう来た。待っとったで。坊ちゃまで。何興奮しとんねん。そら興奮するに決まっとるやろ。な?お前、水臭やないか。たった一人で。せやけど、これで一件落着や。ようやったで、マジマ。何の話や。何って。お前やったやろ。あの写真の女。 今日未明、蒼天堀川で発見された若い女性の遺体は
Das ist genauso, wie ich es gedacht habe, dass es durch Zufall passiert ist.大阪府警では牧村さんが何らかのトラブルに巻き込まれた殺人事件であると断定。捜査本部を設置し、何やこれは。おい、お前がやったんちゃうんか。あの写真の女を。俺はやっとらん。やるわけないやろ。せやけどお前、死体は昨日お前が持ってた誠の服着とったで。何やと。 朝店に出かけが来てな。身元確認や言うて死体の写真見せられたんや。顔は潰されとったが、服は間違いなくお前に渡したやつや。はい、大口会館です。ああ、 Aha. Saga war wahrscheinlich der Sache, der ist ganz so stolz darauf, was wir getan haben. Kawatade, Majime. Waschkara no Präsento. Ugedotte moraetaka. Nan no Hanashi? Kimatto yaro ga. Makimura Makoto no shitai ya. 何やと? あの子はこれで死んだことになった。あんたの雇い主もこれで納得やな。あんたが消される心配はもうないっちゅうわけや。感謝してもらうな。お前何もいいや。目的は何や。取引したいんや。あんたと。何わけわからんこと? 実は今な、あんたの店で飲ましてもらってんねん。お前、グランドに? いや、もうちょっと。ええ店やな、マジマ君。わし、ここ気に入ったで。今から一緒に楽しもうやないか。 あんたも早おいで。 Aha. Oh, Kapitel 7. Ein dunkles Kommen. Ich habe 10 Minuten nichts gekriegt. Das beendet einfach das Kapitel. Ich habe 6 Mal einen 100-Tage-Trip um die Welt verdient. 55.000, das ist ja gut. Ich habe jetzt natürlich noch ein bisschen was. Earn through Minigames? Also, ich hab ja nie Minigames gespielt, ne? Das ist Yen in 1988. Ich weiß immer nicht, welchen Jahr das Spiel spielt. Ich vergesse das immer. Also, der Yen war in 1988 134 Dollar wert. Mich würde gerade interessieren, wie viel so ein 100-Tage-Trip wert war. Nicht, mein Taschenrechner geht um den falschen Bildschirm. Nee, mein Taschenrechner geht um den falschen Bildschirm. Nein, dann können wir es nicht ausrechnen. Naja, so, ich möchte gerne speichern, ja. Gut, schön. Wer auch immer er ist und warum er den Hostessen an den Brüsten rumfuchtelt. Das ist jetzt ja auch nicht so die feine Art. Ich bin mir sicher, dass es gegen die Hausregeln. Hä. Vor allem redet er so offen darüber im Club, im öffentlichen Gebiet. Der muss sich sehr sicher fühlen. Climax Battle Item opened. What? Aber wir tauschen wieder die Rollen. Großartig.